So. Dann bin ich auch wieder. Ich habe mich extra beeilt. Boah, ist das schon wieder kalt draußen. Eine Woche lang war es warm und jetzt ist schon wieder eiskalt da draußen. Boah, nee. Widerlich. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Ach ja, wir hatten mit Shani geredet. Shani in Unterwäsche. Holla. Wozu brauchst du eigentlich ein so großes Bett? Und vor allem so ganz ohne Bettdecke. Naja, okay. So. Leichnam, warte, soll ich mit jemandem sprechen, der soll seine Unterlagen Sultan sprechen? Oh, also muss ich wieder warten, bis es Tag ist. Ja, nein, vielleicht. Halt schon. Ja. Ich ruhe mich mal bei dir aus. Ist das okay? Hm. Scheint okay zu sein. Die scheint allerdings auch sehr viel zu trinken, wenn man sich das hier mal anguckt. So, bitte einmal bis zum nächsten Morgen. So, Shani ist auch schon lange weg. Großmütterchen steht da noch. So, Sultan, hi! Schön, dass du hier direkt mir entgegenkommst. Ja. Könnt ihr mir etwas über mein Silberschwert erzählen? Was? Ich? Ein einfacher Zwerg? Shani meinte, dass euer Wissen über Waffen beispiellos ist. Na gut. Versilberte Klinge, ein Kern aus Stahl, eignet sich als Zweihänder. Solide Handwerkskunst, aber nicht perfekt. Von Runen habe ich keinen blassen Schimmer. Danke. Kein Problem. Okay. Lebt wohl. Das ist ein echtes Hexerschwert von höchster Qualität. Okay, das hätten wir dann schon mal. Also mit Vincent Meister im Reden. Hier ist der Händler noch nicht verfügbar. Was für ein Tag. Er kommt dann wohl gleich erst. Also reden wir mal mit Vincent Mais. Vincent Mais. Vincent Mais. Vincent, Vincent, Vincent Mais. Da muss etwas geschehen. Euer Ruf eilt euch voraus. Ja, er soll drei Ungeheuer getötet und Beweise dafür gebracht haben. Stimmt. Eine spezielle Belohnung. Dieser Runenstein. Nutzt ihn weise. Die Stadt wird bald mehr Belohnungen bieten. Habt ihr schon mal eine Autopsie gemacht? Wozu? Stichwunden im Bauch bedeuten Bandenkriege, abgerissene Köpfe bedeuten Bestien und schwarze Zungen bedeuten Gift. Im ersten Fall machen wir Boxfleischdruck. Im zweiten übergeben wir die Sache dem Orden oder einem Hexer. Im dritten wenden wir uns an die Frau des Opfers. In 90% der Fälle war es die Witwe. Autopsien sind reine Zeitverschwendung. Angriff! Na toll, das heißt, wenn ich meinen Freund umbringen wollen würde... Eins, zwei, dann drei. Würde ich sowieso sofort verdächtig werden, oder was? Nimm mir das nicht übel, Schatz. Das würde ich natürlich nie machen, aber... Ne? Es geht ums Prinzip. Wenn du verstehst. So. Ist er jetzt da? Nur ein Herold. Opfer im Sumpf! Was geht in dem Sumpf vor sich? Es wimmelt dort von Ungeheuern und Anderlingen. Kein Wunder, dass die Menschen sterben. Der war aber vorher noch nicht da, oder? Okay. Was geht? Okay, er wiederholt sie einfach noch. Was für ein Tag. Ja, wo bleibt denn der eine Händler? Für gewöhnlich steht doch hier dieser Antiquitätenhändler, oder? Wieso? Was?
Okay, nein. Was gibt's? Feldpflanzen. Ja, finde ich einfach seltsam, dass er noch nicht da ist. War ja eigentlich auch ein Zwerg, oder? Wenn das Wetter so wie jetzt umschlägt. Das macht die Sache erheblich schwerer. Rito von Visima. Achso, ja. Einmal mit ihm reden. Musst du den Druiden entsummen. Da brauchen wir noch drei. Muss in den Sumpf. Also ich schätze mal, wir müssen jetzt wieder in den Sumpf. Ich frag mich nur halt, wo wir jetzt das Buch über irgendwelche Autopsien herkriegen. Wenn unser Antiquitätenhändler nicht mehr an Ort und Stelle steht. Vielleicht steht doch jetzt gerade einfach erstmal nicht da. Naja, wir werden als nächstes in den Sumpf wieder gehen. Wenn wir hier gerade nicht weiterkommen. Ist ja auch nicht verkehrt. So, hallo Herr Totengräber. Was braucht ihr? Ihr wisst viel über die Todesfälle in dieser Stadt. Habt ihr schon mal bei Ermittlungen geholfen? Ab und zu informiere ich Raimund über die interessanteren Toten. Ich traue Raimund nicht. Er verbirgt etwas. Raimund? Einen loyaleren Mann findet ihr niemals? Er scheint seine Mühe mit diesem Fall zu haben. Ich sollte ihm helfen. Lasst ihr mich in den Friedhof? Das verbieten die städtischen Behörden. Wie kann ich euch umstimmen? Ich brauche eine Erlaubnis vom Hauptmann Mais. No. Anders kann ich euch nicht erweichen? Nun, ich habe sehr hohe Schulden bei Thaler angehäuft. Befreit mich von diesen Schulden, dann gehört der Schlüssel zum Friedhof. Okay, ja gut, das geht. Jüngst ist ein Gefangener gestorben. Ist er schon auf dem Friedhof? Keine Ahnung. Aber ich kann euch einen anderen Leichnam geben. Die stinken alle gleich. Nein. Mich interessiert nur ein bestimmter Leichnam. Ach, wir sind ein wenig eigen, ja? Ihr dürft gerne wiederkommen, wenn ihr wisst, was ihr wollt. Manchmal. Die Obduktion sterblicher Überreste ist eine Kunstform. Es lohnt sich immer, gründlicher nachzusehen. Aber um wen geht es da? Könntet ihr den Leichnam des Gefangenen für eine Autopsie herausgeben? Für eine Flasche Zwergenschnaps. Haben wir Zwergenschnaps? Das ist immer noch Tafelwasser. Also wenn, haben wir auf jeden Fall gerade keinen mit. Jetzt müssen wir auch noch Alkohol suchen. Scherzt ihr? Nee, eigentlich nicht. Wergenschnaps. Wergenschnaps und zu Tada noch. Und dann gehen wir erstmal zu Tala. Das mit dem Zwergenschnaps, das machen wir nebenbei. Wo war Tala denn nochmal? Ich glaube Richtung Gefängnis, also Richtung Kerker, glaube ich, oder? Wenn ich mich nicht recht irre. Wie lange denn noch? Vielleicht wurde der Sendbote in einen Phantomhund verwandelt. Nee. Ja, bestimmt. So, wir nehmen einfach mal diese Abkürzung hier. Ich glaube, hier vorne müsste dann auch schon das Haus sein. Also nicht das hier, sondern das hier. Ah, lieb. Da freut sich auf jeden Fall jemand, das erlebt. Das ist schon mal sehr schön. Und Thaler liegt eigentlich nur in seinem Bett. Jedes Mal, wenn wir hier reinkommen, pennt er. Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Ich muss da mal kurz gucken. Hm.
Über Verbrechensaufklärung. Weiß nicht, kaufen wir mal. Buch des goldenen Pirouettes. Das kaufen wir einmal. Schriftrollen, die Formeln verdrängt enthalten. Goldener Piro, entgiftet und gewährt Giftresistenz. Wolf erhöht die Chance auf einen Präzisionstreffer. Schwarzes Blut tötet Ungeheuer, die tot beißen oder Blut trinken. Okay. Das hier. Ach du Krone, Neune. Ich glaube, das war aber ein Buch, was wir brauchen. Oder? Bevor wir mit einer Autopsie beginnen, müssen wir so viele Informationen wie möglich sammeln, die uns helfen, die Spuren an der Leiche zu interpretieren. Gut ist es, wenn man weiß, wer das Opfer war und unter welchen Umständen der Körper gefunden wurde. Zeugen sollten vernommen, Experten zu Rate gezogen werden. Eine sorgsam durchgeführte Autopsie liefert fast so viele Informationen wie ein Gespräch mit dem Opfer. Wir finden heraus, wann der Tod eintrat, unter welchen Umständen und was hinterher mit der Leiche geschah. Außerdem können wir viel über den Mörder, den für den Mord verwendeten Gegenstand und die Art seiner Verwendung erfahren. Ein mit dem Skalpell geöffneter Leichnam ist wie ein aufgeschlagenes Buch. Wer die Einzelheiten untersucht und jede Hypothese einer gründlichen Überprüfung unterzieht, wird ihn verstehen. Ja, klingt doch... Zum Teufel damit! Gut. Also, was darf's sein? Könnt ihr mich in den Friedhof reinbringen? Ich kann alles Mögliche machen. Aber mir ist gerade nicht danach. Aber warum nicht? Wie kann ich euch umstimmen? Diese verdammte Ermittlung fängt an, lästig zu werden. Beweist meine Unschuld. Erklärt mir... gut über die... Sowohl die scheiß Wachen als auch die bekackten Diebe... Ach so. Also, was darf sein? Wir sind... Aber wir brauchen nur die Erlaubnis, den Friedhof zu betreten. Tatort oder die Stadtwachen sollten sie mir ausstellen können. Ich will nur die Erlaubnis, ihn zu betreten. Ja, ich würde ja die Schulden gerne bezahlen. Aber wie? Ich muss dafür also erstmal seine Unschuld beweisen, damit ich dann anscheinend sein Ding ins Quatsch da. Okay. Ich bin gerade am Überlegen, wie wir jetzt am dümmsten vorgehen. Ist tatsächlich gerade nicht ganz so einfach. Wie machen wir das am dümmsten? Mein, er will wirklich erst... Ah. Könnt ihr... Ich kann alles mit... Wie kann... Diese verdammte Ermittlung fängt... Ah, okay. Wir sehen... Oh, das macht das Ganze nicht einfacher! Mann! Manu! Reden wir nochmal mit Vincent. Ich bin müde. Könnt ihr mir einen Pass für den Friedhof besorgen? Ihr beschuldigt mich?
Und dann wollt ihr meine Hilfe? Betrachtet es als eine Möglichkeit, eure Unschuld zu beweisen. Haut bloß ab! Beruhigt euch. Ich werde euch nicht bei euren privaten Nachforschungen helfen. Es kommt nur Mist dabei raus. Bis dann. Ja, gut. Ne? So kommen wir nicht weiter. Dann gehen wir erstmal in den Sumpf. Dann geht's erstmal in den Sumpf, beziehungsweise... Jetzt ist der eine Zwerg hier wieder da. Jetzt einmal kurz gucken. Geschichte der Neuzeit, Geschichte der Welt. Bärenkonjunktion. Die sieben Grundlage der Alchemie haben wir bereits gelesen. Metamorphosen, Theorie zur Belebung und belebter Materie. Ionen. Irrungen. Irgendwas mit Insekten. Wie die Belebung des Unbelebten. Das kaufen wir einmal. Französische Medizin, Feldpflanzen. Und die Goro, das hätte ich ja eigentlich gerne. Ich lese die Pflanzen zu bestimmen. Okay. Von mir die Bombe namens König und Königin. Okay. So, ich möchte jetzt erstmal die Dinger hier lesen. Buch enthält viele nützliche Informationen über Golems. Die Feinweh zu bestimmen und echte Mittel zu gewinnen. Gut, dann kann ich das auf jeden Fall wieder verkaufen. Hier bei dir noch einmal. Gut. Schriftrollen, Pergamente. Ach so, ja, ich wollte hier einmal gucken nach Alkohol. Hast du was? Was gibt? Nein. Gott, muss ich einmal kurz niesen. So, Ohren sind dicht. Auch schön. Oh, ekelhaft. So, jetzt gucke ich einmal noch mal kurz ins Lager, ob wir irgend so einen Zwergenschnaps da haben. Was ist das? Damit wir an die Leiche kommen. Oder ob wir es halt irgendwo kaufen können. Ah. Es tut mir gerade echt leid, dass ich so ein bisschen auf dem Schlauch stehe. Aber... Ha, was Seltsameres als diese so ein bisschen einfacher hätte ich mir das gerade vorgestellt, weil ich es ja auch schon mal gespielt hatte. Ich meine, wir sind hier bis eben ganz gut vorangekommen, aber jetzt...
hinkt das Ganze schon wieder so. So. Apfelsaft, das ist Wein. Nee. Das ist auch nur Wein. Das ist Met. Met ist kein Schnaps. Ach, Quatsch. Verdammt. Ade. Ist hier irgendwo die Kellnerin? Eure Mutter lutscht Schlagenschwänze. Da. Ich glaube, bei der können wir Alkohol kaufen. Wasser. Soldaten. Oder meint der tatsächlich Wodka? Ich meine, Wodka ist ja eigentlich Schnaps, ne? Das ist ja die Frage. Warte mal. Wodka. Schwarz. Hab ich da nicht noch irgendwas? Wodka ausdrucken. Das ist doch. Aber das ist Wein. Das kann doch nicht damit gemeint sein. Oder? Gut, warte, wir kaufen. Warte, oder habe ich das noch? Wenn ich es noch habe, dann brauche ich es nicht kaufen. Haben wir noch? Wir probieren es einfach. Wenn es dann nichts wird, ist egal. Dann finden wir da bestimmt noch eine Lösung. Kann ich mit dir nochmal reden? Sagst du mir noch irgendwas? Nein. Adieu. Noch nicht. Ich glaube, bei ihr kann man erst in Kapitel 3 wirklich reden. Ich muss mehr sparen. Ja, solltest du. Ach, ihr. Meine Lase läuft unentwegt gerade. So gar nicht nervig. Sagchen. Es geht doch nichts über einen guten Tropfen. Nein, wie sieht der denn jetzt aus? Was ist denn mit dem los? Ein Bug. Ein Bug. Oh mein Gott. Wir haben einen Bug getrunken. Also er hat auf jeden Fall getrunken, aber durch den Bug hat er keine Augen mehr. Der hat keine Augen mehr und keinen richtigen Hals mehr. Oh Gott, das sieht aus. Das sieht aus wie aus so einem richtig schlechten Horrorfilm. Oder? Oder aus Nightmare Before Christmas oder Corpse Bride. Aber in den Sack. Ganz ehrlich, ich möchte nicht wissen, was in diesem Sack drin ist. Das tragen da einige, aber halt nur im Abendsviertel. Ich weiß nicht, vielleicht tragen sie ihre Exkremente mit sich rum oder irgendwelche anderen ekelhaften Sachen. Weil für einen Geldbeutel für arme Leute ist das ein bisschen viel. Also ein bisschen voluminös.
Man wüsste nicht, was man da reinpacken sollte. Was den Gefangenen angeht. Wohin soll der Leichnam gebracht werden? Ins Krankenhaus. Bis zum Abend ist er dort. Lebt wohl. So, aber, Junge, ich will... Es geht doch nicht... Gut. Jo. Ihr werdet mir wahrscheinlich... Was braucht ihr? Ich möchte in den... Das verbieten die... Wie kann ich euch umstellen? Dann gehe ich mal... Ich brauche eine Erlaubnis vom Hauptmann Mais. Anders kann ich euch nicht erweichen. Nun, ich habe sehr hohe Schulden bei Thaler angehäuft. Befreit mich von diesen Schulden, dann gehört... Warum? Weil die Toten nicht... Keine Angst im Hell. Ja, okay. Ich will... Na toll, kann ich... Was braucht... Lebt wohl. So, ich muss um Mitternacht zum Krankenhaus gehen. Wo ist meine Katze? Also ich weiß, wo meine Katzen sind. Wo deine ist, weiß ich nicht. Solange meine direkt über mir in meinem Bettchen kuscheln, ist alles in Ordnung. Ich glaube, ich werde auch einsam und allein später was mit Katzen sterben. Ich werde meinen Freund überleben und werde einsam und allein wie die Katzenlady in Simpsons enden. Ich werde einfach nur eine Katze. Nein, ich bin eine Katzennarrin. Das beweist auch mein Katzen-Emoji, was der da oben rum. Mein Haustier, mein Pet, was da oben rumlungert. So, ich gucke jetzt nochmal, ob wir bei Thaler nicht doch irgendwie. Aber ich glaube sehr weniger, dass wir bei Thaler jetzt noch was machen können. Sorry, like man. Der liegt ja immer noch im Bett. Könnt ihr mit... Ich kann alles mögen. Wie kann diese verdammte... Spiel. Ich bin ein Begnadeter. Wollt ihr? Habt ihr genügend? Findet. Und wie ich da... Okay, wir können mit ihm spielen. Boah, wie viel verlangt der? Ich kann gegen Thaler Poker spielen. Ja, dann versuchen wir es doch mal. Würfel-Poker-Anfänger. Okay, das haben wir abgeschlossen. Wir haben eine Straße. Wir haben eine Straße. Ich kann doch nicht... Ich will aber nicht... Ach, ich muss einfach gar keinen Würfel auswählen. Okay. Ja, ich bleib bei meiner Straße. Ich meine, ich habe eine Straße. Eine Straße gebe ich doch nicht einfach auf. Die Musik erinnert mich immer so ein bisschen an den Hobbit. Warum riecht es hier unten eigentlich gerade nach AA? Riecht ja so ein bisschen angebrannt. Sehr angebrannt. Gibt es ja gleich irgendwas? Abfackelt. Warte mal. Das mal ganz kurz aus der Steckdose raus. Also irgendwas riecht hier gerade ganz, ganz seltsam. Das kann auch von oben sein, weil ich das Fenster offen habe. Dass irgendwas von draußen reinzieht. Das riecht auf jeden Fall verbrannten Kabel oder nach. Aber meine Nase spielt mir gerade einen Streich. Konsolen sind aus. Ich denke mal, es wird von draußen kommen. Nee, PC ist auch nicht bei jetzt. Okay, gut. Ich beobachte das einfach mal alles. So, gut. Wir haben nichts.
machen wir das ja mal. Ja! Geil! Wie geil ist das denn? Ja, wir haben gegen Tala gewonnen! Jetzt ist es halt gegen andere Profi zu spielen. Zum Teufel damit! Ha! We are the also, champions. Was darf sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? You are the loser. Wir sehen uns später. We are the champions. Warte mal, können wir vielleicht irgendwie in seinen Keller und vielleicht ist da irgendwas? Ich meine, vielleicht finden wir ja hier irgendwas, was seine Unschuld bewahrt. Nein, sieht nicht danach aus. Behälter. Behälter mit einem Saphir. Den Saphir nehmen wir einfach mal an uns. Den braucht er nicht mehr. Den will er nicht mehr haben. Okay, und wir verlassen den Laden hier. Ja gut, wenigstens das haben wir. Wenigstens das Pokern haben wir. Na gut, das ist... Pokern. Ja, gegen Tyler gewonnen. Jetzt ist es halt gegen andere Profis zu spielen. Zu spielen. So, wir gehen aber erstmal in den Sumpf. Wir gehen erstmal in den Sumpf. Warte, war das ja... Nur oh, nee. Das ewige Feuer. Ich dachte, das wäre der Geistliche gewesen, weil ich meine, den kann man hier später auch nochmal treffen. Was soll ich tun? Ich weiß nicht, was du tun sollst. Was sollst du tun? Ich weiß nicht, was du tun sollst. Okay. Genug rumgeblödelt. So, ich werde nochmal ein bisschen was von meinem Spaghetti abbeißen. Mein Plan war es eigentlich, dass wir heute ins dritte Kapitel kommen. Interessant. Und vorher möchte ich eigentlich auch nicht aufhören. Oh, Leute, ja, dann geht weiter. Tolle Idee. Ernsthaft? Hallo Masaki, schön, dass du reinschaust. Wie geht es dir? Hattest du eine tolle Woche? Tolle Idee. Freut mich riesig, dass du vorbeischaust. Oh, da hatte ich mein Trinken. Weil du dich fragst, warum wir hier gerade so stehen. Ich warte darauf, dass die beiden Typen, die da vorne sind, die uns da gerade den Weg versperren, vielleicht so freundlich sind und wieder weggehen. Weil wir kommen sonst nicht... weiter. Die haben sich da gerade irgendwie festgepackt. Und mobben mich aufs Tiefste. Kann ich euch nicht vielleicht wegprügeln? Es gibt keinen größeren Trunkenbold als einen Flößer in seinem ausgehöhlten Baumstamm. Geralt ist einfach zu fett dafür. Muss ich ernsthaft jetzt rein und wieder rausgehen, nur damit ihr da... So. Haust du wenigstens ab. Wie kann man eine tolle Woche haben, wenn die Kinder 50% Homeschooling haben? Ja gut, ja. Dann ist eine tolle Woche relativ gering, ja. Da gebe ich dir recht. Ich könnte mir in der Situation auch was Besseres vorstellen als Homeschooling.